Sind Impfungen gefährlich? Ist Alkohol nicht viel schädlicher als Cannabis? Und denken Frauen wirklich anders als Männer? Themen, die unsere Gesellschaft spalten. Was ist Fakt und was ist Meinung? Wie können wir Auseinandersetzungen konstruktiv führen, ohne uns gegenseitig zu verunglimpfen? In Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit plädiert Mighty Nguyen Kim für mehr wissenschaftlichen Spirit im gesellschaftlichen Diskurs. Unter wissenschaftlichem Spirit verstehe ich wissenschaftliches Denken, wissenschaftliche Methoden, wissenschaftliche Fehlerkultur und wissenschaftliche Diskussionskultur. Und ich glaube, wenn wir diese Stärken der Wissenschaft auch in unsere gesellschaftlichen, politischen Debatten übertragen könnten, dann kann Streit auch wieder Spaß machen, weil man dann gemeinsam nach den besten Lösungen ringt. Aber selbst WissenschaftlerInnen sind sich nicht immer einig. Was dann? Mighty Nguyen Kim zeigt an unterschiedlichsten Themen auf, wie Wissenschaft arbeitet, wo sich Methoden unterscheiden und wo es Konsens gibt. Und wie wir diese Kenntnisse nutzen, um nicht weniger zu streiten, sondern besser zu streiten.